Ich lese und höre immer wieder, das Darknet ist so gefährlich, geh da nicht rein. Aber was genau ist denn so gefährlich? In diesem Video befassen wir uns mit einer der reellen Gefahren, die das Darknet birgt. Wir reden heute über Scams. Es klingt so harmlos, aber die Scam-Seiten und Methoden im Darknet sind teilweise so gut, dass sogar Experten manchmal Schwierigkeiten haben, das als Betrug zu entlarven. Deswegen sprechen wir jetzt eingangs über einige Betrugsmaschen, die einem im Darknet erwarten könnten. Und dann gehen wir gemeinsam auf die Jagd nach Scams im Darknet. Einer meiner Lieblingsscams, wenn man das so nennen möchte, sind die Hitman-Seiten, die es im Darknet an jeder Ecke zu geben scheint. Wie zum Beispiel diese hier. Diese Webseiten sind zu einer gelebten Creepypasta hier auf YouTube geworden. Jemand erstellt eine Seite, erzählt eine rührselige Story, weshalb die Person sich für die ungewöhnliche Karriere eines Auftragsmörders entschieden hat und bietet seine Dienste an. Einige dieser Angebote auf diesen Hitman-Webseiten sind sehr explizit und unangenehm. Das geht von Zusammenschlagen und Folter über Säureattacken bis hin zu Auftragsmorden. Dass es grenzwertig illegal ist, solch einen Service anzufragen oder in Anspruch nehmen zu wollen, brauche ich euch sicherlich nicht zu erklären. Dieser Umstand führt allerdings dazu, dass Hitman-Scams sogar von behördlicher Seite aus initiiert werden. Dieses Phänomen nennt sich Honeypot und dient dazu, Personen ausfindig zu machen, die dazu bereit sind, ernsthaft solche Leistungen in Anspruch zu nehmen. Eine andere Art, Leute um ihr Geld zu betrügen, ist der sogenannte Exit-Scam. Grob erklärt ist das eine Betrugsmasche, bei der ein Shop im Darknet Waren anbietet, Gelder von Kunden einsammelt, um dann den Shop dicht zu machen und zu verschwinden. Ein berühmtes Beispiel für so einen Exit-Scam ist der ehemalige Darknet-Shop Evolution, der mit dieser Methode ungefähr 12 Millionen Dollar unterschlagen hat. Sehr spannend zu dem Thema ist im Übrigen ein Video von den Darknet Bros über den Incognito Market. Dass mit diesem Marktplatz irgendetwas nicht stimmt, können wir schon hier auf Tortaxi erkennen. Und zwar ist dieser Marktplatz rot gekennzeichnet. Und hier können wir sehen, Incognito Market is Exit Scamming. Click here to read more. Ja, klickt hier, um mehr zu lesen. Oder aber geht zu den Darknet Bros und schaut euch das Video an. Ich verlinke es euch mal in der Videobeschreibung. Dann gäbe es dann auch Kryptowährungs-Ponzi-Systeme. Dabei handelt es sich um Betrügereien, die Investoren mit Versprechen von unglaublichen Renditen bei Bitcoin-Investitionen anlocken. Beispiele sind Bitcoin Saving and Trust und OneCoin, bei denen Investoren um Milliarden von Dollar betrogen wurden. Ein Ponzi-System ist ungefähr vergleichbar mit einem Schneeballsystem, wobei diese beiden Begriffe manchmal fälschlicherweise synonym verwendet werden. Gemeinsam ist beiden Systemen, dass sie eine exponentiell wachsende Anzahl von Teilnehmern benötigen, um nicht zusammenzubrechen, und dass die Auszahlungen an bestehende Teilnehmer durch die Beiträge neuer Teilnehmer finanziert werden. Der Hauptunterschied besteht darin, dass beim Schneeballsystem den Kunden die Quelle der Auszahlungen bekannt ist, sie werben ja schließlich selbst die neuen Teilnehmer an, während die Urheber des Systems unbekannt bleiben. Beim Ponzi-Schema hingegen ist der Urheber des Systems jedem Kunden bekannt, doch bleibt die Quelle der Auszahlungen verborgen. Eine andere Betrugsmasche ist der Verkauf von Falschgeld. Ähnlich wie beim Exit-Scam wird hier eine Ware angeboten, das Falschgeld, und der Käufer bekommt entweder ein Produkt, das der versprochenen Qualität nicht entspricht, oder aber er bekommt gar nichts. Bring das mal zur Anzeige. Aber an diesem Punkt stellt ihr euch vielleicht die Frage, warum geht man überhaupt ins Darknet? Wir haben ja bereits im ersten Teil meiner Betreutes Browsen-Reihe über Motivationen von Menschen gesprochen, die das Darknet nutzen. Natürlich gibt es diverse Betrüger und Kriminelle an diesem Ort. Zusammenfassend lässt sich aber sagen, nicht jeder, der den Tor-Browser nutzt, ist ein böser Mensch. Und nicht jeder, der den Tor-Browser nutzt, ist auch gleich im Darknet. Ihr könnt damit nämlich auch sämtliche Clear-Web-Domains aufrufen, aber ich empfehle es euch nicht, wenn ihr nicht unbedingt müsst. Unter anderem würde nämlich eure Internetnutzung wesentlich entschleunigt werden, da die Seiten über den Tor-Browser sehr, sehr langsam laden. Einige Leute, die sich ins Darknet begeben, sind zum Beispiel sehr technikinteressiert und tauschen sich dort in Foren aus. Anderen Leuten gefällt es nicht, dass sie im ClearWeb so viele Daten von sich preisgeben, und es gibt zum Beispiel auch Länder, in denen das Internet stark zensiert ist. Wenn man in so einem Land lebt, ist das Darknet oft die einzige Möglichkeit, sich über das Weltgeschehen zu informieren. Viele Internetseiten haben ihre Webpräsenzen nämlich auch im Darknet gespiegelt. Das bringt einige Vorteile mit sich, wenn zum Beispiel die Nachrichtenseite des BBC einen technischen Defekt hat oder von Hackern angegriffen wird,
gibt es alternativ immer noch die gespiegelte Seite als Backup. Oder wenn eine Domain aufgrund von zu hoher Nachfrage nicht mehr fehlerfrei funktioniert, gäbe es als Alternative immer noch den gespiegelten Onion-Link. Und das bringt uns zu einem interessanten Punkt. Die Website Alef Networks hat eine Datenerhebung vorgenommen und kam zu dem Ergebnis, dass im Dezember 2020 76.300 aktive barrierefreie Seiten im Darknet existierten. Rechnet man die ganzen gespiegelten Seiten heraus, also die Kopien, die von einer Website bestehen, dann hätte es zu diesem Zeitpunkt sogar nur rund 18.000 Seiten gegeben. Warum gibt es denn so unglaublich viele gespiegelte Seiten? Ein Grund ist, dass viele dieser Internetpräsenzen inzwischen von Betrügern korrumpiert wurden, die diese vertrauenswürdigen Webseiten spiegeln, um damit Daten abzufischen und letztendlich Geld zu machen. Wie kann ich mich davor schützen? Wie wir eben besprochen haben, beziehen sich viele der üblichen Darknet-Scams ohnehin auf illegale Aktivitäten. Es geht um den Erwerb von Falschgeld oder illegalen Substanzen oder von Dienstleistungen, die anderen Menschen Schaden zufügen sollen. Tipp Nummer 1 wäre also ganz simpel. Mach das einfach nicht. Wir haben aber ebenfalls gelernt, dass man selbst beim Aufsuchen von scheinbar harmlosen Seiten, wie zum Beispiel Facebook, Betrügern in die Falle gehen kann. Alef Networks erklärt in ihrem Artikel, dass offizielle Spiegelungen oft Referenzlinks der anderen gespiegelten Webseiten haben. Also, ihr geht auf eine Website mit Onion-Link und irgendwo auf dieser Homepage stehen dann andere Onion-Links, die ebenfalls die gleiche Website repräsentieren. Scammer machen sich oft nicht die Mühe, sämtliche Spiegelungen ihrer gefakten Seite zu verlinken, um diesen offiziellen Eindruck zu erwecken. Und da das alles verflucht unübersichtlich ist, entstand im Jahr 2018 eine Domain, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Die Tor Scamlist. Was ihr hier seht, ist eine schwarze Liste von Onion-Links, hinter denen sich irgendeine Betrugsmasche versteckt. Der Ersteller dieser Webseite ist vor einigen Jahren bereits 6-mal auf Scam im Darknet reingefallen und hat als Konsequenz daraus diese Online-Präsenz erstellt. Auf dieser Website können betrügerische Onion-Links gemeldet werden, aber die Nutzer haben darüber hinaus auch die Möglichkeit, fälschlicherweise beschuldigte Links wieder zu entlasten. Hier können wir nochmal die Geschichte von dem Ersteller im Detail durchlesen. Wie bereits gesagt, hatte der Ersteller selbst 6-mal das Vergnügen, auf Betrug im Darknet reinzufallen, als er einige Transaktionen durchführen wollte. Was genau das für Transaktionen waren, weiß ich natürlich nicht, aber das geht uns auch nichts an. Und außerdem wird hier so ein bisschen erklärt, wie genau die Seite funktioniert. Wenn ihr durch einen Onion-Link gescammt wurdet, dann habt ihr hier die Möglichkeit, diesen Scam einzutragen und der Seite dieser Tor-Scam-List zu melden. Und wie eben schon beschrieben, habt ihr hier auch die Option, bereits gemeldete Links wieder zu entlasten. Das macht natürlich am meisten Sinn, wenn der Link euch zuzuordnen wäre, denn sonst wisst ihr ja auch nicht, ob es sich um Scam handelt oder nicht. Wir schauen uns jetzt mal die Scam-Link-Liste an und gucken, was sich hier alles so verbirgt. Viel mit Bitcoins, noch mehr Kryptosachen, Hidden Wallet, Amazon Geschenkkarten, andere Geldkarten, Kreditkarten, Karten, illegale Substanzen, Wasserspritzpistolen, Hacker, andere Marktplätze. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt hier einmal in dieser Linkliste drin sind, dann schauen wir uns doch vielleicht auch die ein oder andere Seite an. Und wir starten gleich hier mit dem 21 Million Club. Das klingt auf jeden Fall nach einer Seite, die ich gut gebrauchen könnte, wenn sie kein Scam wäre. Okay, ich glaube, ich verstehe, wie wir hier an unsere 21 Millionen kommen sollen, und zwar durch gestohlene Krypto-Wallets. Ja, die Seite sieht für eine Darknet-Seite sogar verhältnismäßig nett aus. Wir verkaufen 100% echte Wallets halt, und jede Wallet kann auf der Blockchain, in der Blockchain, verifiziert werden, bevor sie gekauft wird. Mir fällt auf, dass diese Seite scheinbar alles daran setzt, so legit wie möglich zu erscheinen. Hier, Beware of Phishing Websites, das ist die Domain, die ich auch hier oben eingegeben habe. Und sie sagen, das ist unsere einzige offizielle Domain. Also eigentlich ist es hier genau das, was ich vorhin erklärt habe, dass eine offizielle Seite versucht, alle gespiegelten Seiten aufzuführen. Nur, dass die hier sagen, es gibt keine gespiegelte Seite, beziehungsweise keine offiziell gespiegelte Seite, das hier ist unsere Domain, und sowas habe ich tatsächlich auch schon öfter gesehen im Darknet. Hier bin ich jetzt auf eine Seite unter der Rubrik Covid-19 gestoßen, und man kann hier Impfnachweise kaufen, wenn ich das richtig verstehe. Hier wurden Impfnachweise, also Impfzertifikate, angeboten nach Ländern.
und nach Impfstoff. Wir sehen hier, wird ein Discount ausgeschrieben, der alte Preis von 120 Dollar, jetzt nur noch 75. Okay, ich glaube, selbst wenn das jetzt kein Scam wäre, braucht das kein Mensch mehr. Aber das ist natürlich auf diversen Ebenen perfide. Hier haben wir eine Scam-Seite unter der Rubrik Credit Card Scams. Hier kann man angeblich Visa-Karten und Mastercard erwerben, Western Union, MoneyGram. Und sie sagen, sie können die Karte überall hinschicken, egal wo du bist auf der Welt. Es kostet keinen Versand und kommt in 3 bis 7 Tagen an. Ich frage mich gerade, ob ich wirklich die Karte kaufe oder ob sie mir... Hier kann man Karten kaufen. Ich bin gerade hier hängen geblieben und habe mich gefragt, ob man die Karte kauft oder ob sie dir diesen Betrag angeblich überweisen würden. Angeblich kann man die Bestellung so tätigen, dass du hier halt sagst, dass du es kaufen möchtest. Und dann schickst du eine E-Mail mit deiner Transaction Number, dem, was du gekauft hast und deiner Zustellungsadresse. Okay, interessante Vorgehensweise. Das heißt, im Zweifel hätten die ja auch alle Käuferadressen irgendwie noch in einem E-Mail-Postfach. Weiß ich nicht, Leute, weiß ich nicht. Hier haben wir noch Treuhand-Scams. Ich schau mal, was Dark Escrow ist. Ich muss sagen, auf den ersten Blick macht die Seite von Dark Escrow einen sehr professionellen Eindruck. Unsere Mission ist es, Vertrauen und Verantwortung oder Verantwortungsbewusstsein im Online-Bitcoin-Transaktionsmarkt zu erhöhen und das zu minimalen Kosten. Unser Ziel ist es, einen Bitcoin-Treuhandservice anzubieten, der sowohl Käufer als auch Verkäufer schützt. Und das über einen unabhängigen Streitbeilegungsservice oder sowas in der Art. Irgendwie so, in die Richtung. Das ist ihre Mission. Und um das Ganze abzurunden, dachte ich mir, zeige ich euch mal noch einen Shop. Und dieser Shop hier scheint Amazon Geschenkkarten anzubieten. Kauf dir eine reduzierte Geschenkkarte, um bei deinen Einkäufen zu sparen. Bestell jetzt und bekomm deinen Code innerhalb von maximal 12 Stunden, normalerweise dauert das 10 bis 30 Minuten, direkt auf deine E-Mail-Adresse. Das solltest du wissen, bevor du das erste Mal bei uns bestellst. Wir verkaufen ausschließlich Amazon-Geschenkkarten, keine iTunes-Karten, keine Visa-Karten, nichts anderes. Nur Amazon. Üblicherweise verkaufen wir die Währungen US-Dollar, Euro und Pfund, aber wir haben auch indische und Geschenkkarten aus anderen Ländern. Wir bekommen eine Menge Geschenkkarten von unseren Partnern, die versteckt und ohne Steuern ganz klar Geld abheben müssen. Also die Karten sind sauber. Wir nutzen sie selbst für unsere persönlichen Bedürfnisse, aber wir haben zu viele Karten und ein zu hohes Budget, um sie persönlich zu nutzen. Du kannst deine Geschenkkarten auf deinem eigenen Amazon-Konto nutzen. Es ist total sicher. Aber wenn du über deine Sicherheit zu sehr besorgt bist, eigentlich kann man das bei Sicherheit nie zu sehr sein, dann kannst du unsere Geschenkkarten auch auf jedem anderen Account nutzen. Die Sache ist doch die, wenn du eine 1000 Dollar Geschenkkarte für 250 Dollar kriegst, wo ist dann da für die das Plus? Es sei denn, sie geben 0 Euro bzw. 0 Dollar für eine Giftcard aus und kriegen 250 in Bitcoin. Ja, also das hier wirkt schon ein bisschen shady von der Shop-Idee. Vielleicht verstehe ich aber auch nicht, wie sie Geld verdienen würden, wenn sie es täten. Also ihr seht, es gibt hier diverse Sachen, aber es gibt auch diesen Link, verifizierte Seiten. Und hier sind Seiten aufgelistet. Aber das Ganze hat einen Clou. Ihr wisst, wie es im Leben läuft. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Es hat nur ungefähr ein Jahr gedauert, bis Betrüger auf die Tor-Scam-List aufmerksam geworden sind. Sie haben sie gespiegelt und um ein Feature ergänzt. Und zwar um eben dieses hier, verifizierte Seiten. Was wir hier sehen, ist höchstwahrscheinlich einer der inzwischen mindestens 1440 gespiegelten Onion-Links, die seit 2022 von der Tor-Scam-List erstellt worden. Das heißt, diese verifizierten Seiten wurden hier reingeschrieben, sind aber eigentlich auch alle nur Scam und sollen euch zu Fake-Shops führen. Schauen wir uns mal einen der verifizierten Shops an.
Wir sind hier auf jeden Fall in einem Apple Store gelandet. Der Shop stand jetzt unter den verifizierten Shops und der Shop sieht, genau wie die anderen, jetzt nicht wirklich auffällig unlegit aus. Ich finde, die Shops im Darknet vermitteln eh immer so einen Touch von lieber nicht kaufen. Alleine der Umstand, dass du A, nicht weißt, wo die Ware herkommt und B, nicht weißt, ob die Ware bei dir ankommt und du dich höchstwahrscheinlich strafbar machst. Diesem Shop kann man vertrauen. Hab hier, oh Gott, das geht viel zu schnell, 4 Items gekauft. Sehr schnelle Zustellung von meinem iPhone 12. Bin sehr glücklich damit. Hab meine AirPods nach nur 4 Tagen bekommen. Sehr zu empfehlen. Beste Seite. Ich habe ja aus dem Darknet gekauft. Sehr viele Pluspunkte von einem zufriedenen Käufer. Mein iPhone kam in der Originalbox mit einer Quittung. Das hier kann ja jeder programmieren und auch dieses Top-Selling-Product, das sind so psychologische Hacks, die dich dazu bewegen sollen, hier einfach auf dieser Seite zu shoppen. Aber der Clou ist, dass ich diesen Shop ja unter diesen verifizierte Seiten-Link hier gefunden habe, was mich darauf schließen lässt, dass auch dieser Shop höchstwahrscheinlich Scam ist. Und ich nicht glaube, dass Jason aus den USA jemals sein iPhone bekommen hat. Ich glaube nicht mal, dass dieser explizite Jason aus den USA existiert. Ob eben genau diese Tor-Scam-List jetzt zu den Scams gehört, kann ich euch natürlich nicht zu 100% sagen. Es ist wahnsinnig schwierig, das zu erkennen. Aber die Informationen, die ich aus dem Internet habe, würden mich darauf schließen lassen, dass die originale Website nicht über diesen Reiter hier verfügt. Weswegen ich jetzt davon ausgehen würde, dass das hier auch alles Scam-Listen sind. Nach all den schlechten Neuigkeiten fragt ihr euch jetzt bestimmt, aber wie kann ich mich denn jetzt wirklich absichern? Ich denke, der größte Schutz ist offensichtlich. Geht einfach nicht ins Darknet. Es gibt dort ohnehin nicht viel Sehenswertes. Wen es aber zu sehr in den Fingern juckt, weshalb er oder sie es absolut nicht lassen kann, dem sei gesagt, gib nirgendwo deine Daten an, sichere dich technisch ab und informiere dich vorher ausführlich über alle gängigen Betrugsmaschen. Und ganz wichtig ist auch zu sagen, kauft nichts im Dark Web. Alles, was ihr dort kaufen könnt, was legal ist, könnt ihr ja schließlich auch in einem Clear Web Shop oder aber in einem Offline-Laden kaufen. Und alles, was nicht legal zu erwerben ist, führt früher oder später ohnehin sehr wahrscheinlich zu einer Strafverfolgung, denn auch im Dark Web ist man nur begrenzt anonym. Mein letzter Tipp ist, seid skeptisch, wenn ihr irgendwelche unaufgeforderten Nachrichten erhaltet und klickt auf keinen Fall auf irgendwelche shady Links. Aber das soll's von mir für dieses Video erstmal gewesen sein. Passt auf euch auf und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer. Adieu.